Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tascha und der Hundefreak. Weil ich habe mir gedacht, ich setze jetzt einfach mal Tom durch jemanden ganz Neues und Lustiges. Das geht so aber nicht hier auf den billigen Plätzen. Natürlich geht das. Nein, Unverschämtheit. Nein, es heißt immer noch Tascha und der Horrorfreak und nicht der Hundefreak. Nicht wahr, Cooper? Das ist mein Platz. Absolut. Hallo, liebe Leute. Wir sind wieder da. Jetzt weiß ich aber nicht, du hockst so tief. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen tiefer setzen. Das sieht aber schwul aus. Wir sind zurück aus einer kürzeren Pause, obwohl wir ein kleines Special zwischendrin haben. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut rein zu. Du, jetzt sag nicht, du hast, unser Special vergessen an Halloween. Ja, ach das. Wir haben so viel in letzter Zeit. Ja, wir mit Tascha und Tom, nee, wir sind Horrorfreak-mäßig, haben wir nicht viel gemacht, leider. Ja, das stimmt. Leider, ja. Ich muss auch sagen, dass ich gar nicht so traurig war, weil den Film, den wir jetzt heute gucken wollen, na, da kommen wir noch dazu. Wir hatten ein kleines Special zu Creepy Campfire Stories, das kann ich mal verlinken. Aber weißt du, was lustig ist? Was? Wenn ich sage, ich verlinke irgendwas im Video, vergiss das mal. Das ist eine Garantie. Also, wenn jetzt hier wirklich ein Link ist zu unser Review zu Creepy Campfire Stories, habe ich echt mal dran gedacht. Die Chancen sind nicht so gut. Ich habe hier mal ein bisschen Popcorn vorbereitet. Da darfst du auch gerne machen. Ich esse das Popcorn vor dem Film, denn während und nach dem Film kommt es mir nämlich wieder hoch. So viel zu dem Film, den wir gleich schauen werden. Die Zuschauer wissen es natürlich schon. Danke. Gut. Danke, Justin. Danke. Und danke, Sander, für diesen geilen Popcornhalter. Man soll ja nicht mit offenem Mund reden. Es ist geworden ein Serbian Film. Du hast noch was im Mund. Entschuldigung. Es ist geworden, dieser Film ist Serbian Film. Die Kategorie war kontroverse Filme. Mhm. Und wir hatten zur Auswahl Serbian Film, Human Centipede 2 und Guinea Pig Reihe. Und zu meiner Überraschung, du wolltest ja unbedingt Human Centipede 2. Ich wollte eigentlich hier Guinea Pig Reihe, aber ihr wolltet einen Serbian Film. Also werde ich jetzt in den Genuss kommen, diesen Film ein zweites Mal in meinem Leben zu sehen. Hast du von dem Film überhaupt schon was gehört? Nein, überhaupt gar nicht. Du weißt also überhaupt nicht, was jetzt auf dich zukommt. Richtig. Also einfach vorneweg, wir werden in diesem Video vielleicht auch, oder ich, oder ein bisschen mehr Fäkalsprache benutzen. Deswegen würde ich schon sagen, dieses Video ist eigentlich eher 18+, wenn man das so sagen kann. Du machst mir gerade Angst mit deinen 18+. Ich zeig dir die Rückseite mal da hinten, dann weißt du vielleicht. Bitte was? Es ist eigentlich kein klassischer Horrorfilm. Er ist nur ein sehr, sehr, sehr brutaler Film. Und na gut. Aber bevor wir uns diesen wunderbaren Film ansehen, dachte ich, spiel mir doch mal wieder ein Spielchen, wie immer. Ich bin diesmal nicht so gut vorbereitet. Ich spucke übrigens ganz schön. Zum Glück habe ich Pullover an. Diesmal machen wir es relativ simpel. Bist du bereit für ein kleines Trivia Pursuit Spiel? Und ihr könnt natürlich mitmachen. Ich stelle dir Horrorfilmfragen, gebe dir drei Antwortmöglichkeiten vor. Aha. Und du musst dann aus diesen drei die richtige wissen. Ich habe dich jetzt eigentlich ziemlich trainiert. Wir haben einige Klassiker geguckt. Immer gucken, wie gut du heute bist. Man muss aber dazu sagen, dass ich zwar das Stich jetzt an die Horrorfilme rangekommen bin. Ach, langsam. Ging mir auch gerade so deswegen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe irgendwo, ja, ich vergesse vieles. Ich vergesse Namen, ich vergesse Geburtstage. Gesichter vergesse ich aber nicht, aber ich vergesse den Namen eindeutig dazu. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich dann... Wir nehmen es ja nie übel, wenn du das nicht weißt. Das ist kein Problem. Ja. Und Cooper gibt immer Ruhe. Also, die erste, ich habe es gerade weggestellt, da kommst du schon wieder dazu. Die erste Frage betrifft einen klassischen Filmcharakter, Romancharakter, und zwar Dracula. Die erste Verfilmung, also nicht die erste Verfilmung, aber eine der ersten Verfilmungen von Dracula ist ein deutscher Film von Friedrich Wilhelm Murnau. Und dort hat jemand diesen Graf Dracula gespielt, der allerdings nicht Graf Dracula hieß, aus rechtmäßig hieß er Graf Orlok. Welcher deutsche Schauspieler hat ihn gespielt? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten vor. Entweder war es Bernd Fick oder es war Hermann Grauen oder es war Max Schreck. Wer von diesen
3 war es. Ich kann die gar nicht wiedergeben, weil ich die anderen beiden gerade eben hier erfunden habe. Oh mein Gott! Bernd Fick, Hermann Grauen oder Max Schreck? Wer hat Nosferatu gespielt? In dem Film Nosferatu. Hermann. Hermann Grauen? Mhm. Das war grauenhaft falsch. Das war natürlich Max Schreck, das T-Shirt, was ich immer anhabe. Max Schreck! Na ja, gut. Das war nur eine von 3 Fragen. Na ja. Kommen wir zur zweiten Frage. Ich trage ein T-Shirt, das einen sehr bekannten Killer und eine sehr bekannte Filmserie, Cooper Get Maro, Filmserie darstellt. Mhm. Welche Bedeutung hat dieses T-Shirt? Welchen Film stellt es dar? Entweder Halloween oder Texas Chainsaw Massacre oder Freitag der 13. Was stellt dieses Teil dar? Okay, das ist eigentlich die leichteste Frage ever. Oh, come on, wir hatten das schon so oft mit Killern zu tun gehabt. Texas. Du siehst immer Texas Chainsaw und es ist immer wieder aber falsch. Aber es ist immer wieder falsch. Also es ist Freitag der 13. Und wie heißt der Killer? Keine Ahnung. Jason Voorhees. Okay, eine Chance hast du noch. Wir machen es ganz leicht. Du hast gerade deine Spucke auf meinen Pullover verwischt. Sorry. Wir machen es wirklich ganz... Okay. In einem berühmten Walt Disney Kinderfilm... Oh Gott. Verliert ein junges Wesen seine geliebte Mutter in einer sehr grausamen Szene. Welcher Film meine ich? A. Pinocchio, B. Dornröschen oder C. Bambi? Bambi. Ja! Bambi! Bambi! Nochmal Das ist für mich auch eine Art von Horror gewesen. Also, hast ja zumindest einen Punkt gewusst. Ja. Und diesmal mal wieder nicht so schlecht wie sonst. Hey! Ja gut, jetzt komme ich kann so lang Vorgeplänkel machen, wie ich will, aber jetzt ist es wohl doch soweit. Wir schauen uns jetzt das Serbien-Film an. Ich frage dich noch einmal, bevor es losgeht. Aber bevor du mich fragst, meinst du, ich kann bei dem Film was essen, weil ich nämlich Hunger habe? Oder meinst du, ich sollte es lieber lassen? Ich sag mal so, ich esse dabei nichts. Okay, dann werde ich auch nichts essen. Na prima. Wir schauen jetzt das Serbien-Film und dann besprechen wir ihn. Ich würde dir ja viel Spaß wünschen, aber ich weiß schon mal, dass ich keinen Spaß habe. Ihr macht mir Angst. Los geht's. So, wir sind zurück von diesem wunderbaren Filmerlebnis oder auch nicht. Oh. Wir haben jetzt einen Serbien-Film geguckt. Wie ist dein Gemütszustand erstmal im Moment? Geht's dir noch gut? Ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe dich gewarnt. Okay, kurz zur Story von A Serbian Film. Wie heißt denn der gute Hauptdarsteller? Miloš ist ein etwas abgehalfterter Pornostar, der lieber statt hier produktiv vielleicht mit seinem Sohn einen Tag verbringt, lieber ein bisschen Jack Daniels trinkt. Auch das Geld wird einigermaßen knapp. Und da bekommt er von einer Ex-Porno-Kollegin ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ein ihm nicht bekannter Regisseur namens... Ich hab's ehrlich gesagt nicht mit dem serbischen Namen. Vukmir bietet ihn eine unglaubliche Summe an, um in einem Porno mitzuspielen. Der einzige Haken ist, er weiß nicht wirklich, um was es geht, welche Szenen hier gedreht werden. Und Vukmir weigert sich auch, ihm das zu sagen. Er willigt dann auch mit der Einstimmung seiner Frau ein. Aber nur dann, wo sie erfahren hat, wie viel Geld es gibt. Ja gut, die Frau auch. Die hat Geld ist wirklich nicht alles. Nein. Und so kommt Vukmir in einen Albtraum, in die dunkle Seite der Pornoindustrie, die auch weit über das Thema Snuff und Co. hinausgeht. Und es kommt albtraumhafte Tatenfolgen auf einer anderen. Und... spoilern wir eigentlich bei Tom und Tasha? Ja, also, ja. Wer den Film noch nicht gesehen hat, Vorsicht, Spoiler. Das Ganze endet in einem Blutbad, aber das gehen wir jetzt gleich ein. Also, als erstes Mal muss ich sagen, dieser Film ist krank. Krank ist nicht das richtige Wort. Also die Ideen da drin sind wirklich pervers. Ja. Ich weiß, dass einige Szenen nur da sind, um zu schocken, um Kontroversen zu erzeugen. Und um dann mit die Verkaufszahlen natürlich zu pushen, weil wenn er natürlich wieder indiziert und beschlagnahmt wird, jeder will den sehen.
Aber die, trotz alledem ist das, was man da drin zu sehen bekommt, so pervers. Manchmal auch amüsant, muss ich sagen. Ich sag nur, Penis ins Auge reinstecken, das ist schon... das fand ich eher lustig, aber sehen, wie natürlich die berühmte Entbindung und Vergewaltigung eines Säuglings, was natürlich nur eine Puppe ist, man sieht auch deutlich, dass es eine Puppe ist, aber was sich im Kopf da abspielt, ich hasse diese Szene, ich hasse das, ich hasse diesen Film, aber ich frage erstmal dich, wie schockierend fandest du diesen Film denn überhaupt? War es auf einer Skala von 1 bis 10? Wie schockierend fandest du? Also ich fand, es war eine 100. Also ich bin, also... Du wusstest ja überhaupt nicht... Ich bin sprachlos. Es ist, ja auch kein Horrorfilm eigentlich in dem Sinne. Das ist ja mehr ein Thriller, ein Drama. Ja, wie soll man das in Worte fassen? Es ist schwer, den Film in Worte zu fassen. Hattest du denn genug Blut? Denn ja. Du bist ja immer auf Blut aus. Da habe ich ja gleich an dich gedacht. Also die Szene alleine, die sich bei mir eingebrannt hat, wo er die Frau... Man muss dazu sagen, angefesselte Frau, am Bett von hinten... vögelt? Okay, ich hätte es jetzt charmant ausgedrückt, aber vögelt, okay. Und sie dann mit einer Machete den Kopf abstößt und sie immer noch weiter von hinten rammelt. Hallo, geht's noch? Wie krank ist der Typ? Ja gut, aber man muss sagen, dass der gute Miloš natürlich... Ja, okay, hat ihn unter Drogen gesetzt. Er hat ihn unter Drogen gesetzt und was hat er gesagt? Ein Schwanz ohne Kopf? Oder? Ja, aber boah... Da gibt das Wort, jemand tot zu ficken, eine ganz andere Bedeutung. Ja. Da wurden einige tot gefickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, ich muss sagen, dass der Film natürlich auch was Gutes hat in dem Sinn. Ich finde, dieser Film ist schauspielerisch auf einem recht guten Niveau. Der Hauptdarsteller, ich versuche mal seinen Namen auszusprechen. Ich lasse es dann doch lieber. der Hauptdarsteller Miloš und auch Vukmir und die anderen Nebendarsteller sind gut besetzt, wie ich finde, machen ihre Sachen gut. Der Film ist wunderschön gefilmt, also sehr, sehr optisch ein Genuss. An manchen, also jetzt natürlich nicht, was man sieht, sondern wie es gefilmt ist, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde auch die Erzählweise des Films sehr gut, denn es gibt ab der Mitte des Filmes einen Cut, wo Miloš in seinem Bett blutüberströmt aufwacht und er sich überhaupt nicht mehr erinnern kann, was passiert ist. Ja. Und er hat dann ein paar Erinnerungsflashbacks und fährt zurück zu der Halle, wo das produziert worden ist und findet dann ein paar Tapes. Und so sehen wir mit, ich vergesse den Namen, mit Miloš? Miloš, ja. Mit Miloš zusammen erfahren wir, was denn überhaupt in der letzten Hälfte des Films passiert ist. Und das ist ein sehr... Er eigentlich quasi nochmal... Er kommt in verschiedene Räume, wo er dann Flashbacks hat oder findet die Tapes. Das finde ich eine sehr gute Erzählweise. Und das ist auch ein Pluspunkt bei diesem Film. Aber wie gesagt, inhaltlich... Ich meine, es ist eine interessante Story, wenn man es so sieht, wenn diese extremen Perversitäten nicht wären. Ja, aber selbst wie kann man als Produzent eigentlich, jetzt von meiner Frage her, als Frau... auf so eine kranke, perverse Scheiße kommen. Na gut, der Regisseur wollte natürlich auch ein bisschen hinweisen... Dass da Schockelemente drin waren, um Gottes Willen. Also ich saß wirklich da... Das bedeutet, der Film ist ja aus Serbien. Serbien hat ja auch eine schwierige Zeit hinter sich. Logisch, wissen wir alle. Aber ich finde, hier wurde wirklich die Grenzen jeglichen Geschmacks... mit Füßen bespuckt und draufgepisst. Einige Leute sagen ja, der Film ist nicht hart in dem Sinn, dass man nicht absolut alles explizit zu sehen bekommt. Dazu muss ich sagen, Gott sei Dank, denn ich möchte nicht noch Details von irgendwelchen Szenen, die ich aus meinem Gedächtnis sowieso nicht gern drin habe, nochmal im Detail sehen. Allein schon die Andeutungen, obwohl man eigentlich genug sieht, muss ich ehrlich sagen, aber allein die Eindeutung lassen bei mir Kopfkino entstehen, wo ich nur noch kotzen möchte. Gut, ich habe bei dem Film nicht gekotzt. Eine interessante Anekdote, wo mir bei dir aufgefallen ist. Du hast bei jeder Szene hingeschaut zumindest, nur bei einer Szene hast du dich weggedreht. Das war bei der Kotzin. Wo der gute Miloš gekotzt hat. Ich hasse es auf den Tod, anderen Leuten beim Kotzen zuzuschauen. Du siehst, wie jemand jemand anderen Tod fickt, wie... Mutter und Sohn vergewaltigt werden, Ja, aber wenn da jemand kotzt, hallo... Da hast du hingeguckt, wie ein Schwanz ins Auge geht, aber bei Kotzen guckst du weg. Ja, das nur. Was ist denn das bitte? Das geht gar nicht, nein. Oh Gott. Nein, also, sowas ist ekelhaft. Nein, da hebt es sich bei mir, da ist alles vorbei. Ich komme nochmal zu einem Pluspunkt, weil ich den Film jetzt nicht zu sehr zerreißen will. Wie gesagt, die Story an sich
Man will ja schon wissen, was passiert. Das ist sehr interessant. Ja, ja. Der Spannungsaufbau ist sehr gut in dem Film. Ja, da gebe ich dir recht. Wenn ja. diese perversen Spitzen nicht immer drin wären, hätte man ja. die ein bisschen runtergetrimmt, dann. Aber dann wäre es natürlich keine Kontroverse gewesen und der Filmemacher wollte natürlich eine Kontroverse erschaffen, aber gut, das ist ein okay, das hat er wirklich geschafft. Also das kann man sagen, obwohl ja. manche sagen, dass das ja alles halb so wild ist. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich sage das ganz ehrlich, das ist für mich der ekelhafte, perverseste Film und härteste Film, den ich in meiner Sammlung auch habe und den ich eigentlich auch so gesehen habe. Aber warum hast du den eigentlich? Ja, weil ich genau auf das Marketing reingefallen bin. Ich höre hier, oh. Skandal, der härteste Film aller Zeiten. Da ist man neugierig. Und so hat der unter Garantie sein Budget ums 100.000-fache eingespielt. Nee. Aber einen Serbian Film 2 gucke ich mir nicht an. Ich gucke mir German Film an, oder was? Wollen wir German Film drehen? Wir gucken Bambi das nächste Mal. Ich hätte gern Bambi. Na, okay. Eine, also wie gesagt, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ein anderer Pluspunkt, den ich definitiv habe, ist... Die Musik. Die war geil, die war gut. Dieses Thema, das immer wieder kommt. Ding, ding, ding. Di, 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 di. Ja, di, das di, war wirklich di, gut, di, di, di. Ja. Dum, dum. Sorry, das ist eigentlich mehr so ein Techno-Stück, aber das auch in verschiedenen, im Score immer wieder kommt, sei es durch Klavier oder was. Das so ist gut sehr, bei den verschiedenen sehr, Szenen, sehr gut. Ja. Und das gibt dem Film auch Atmosphäre. Der Film hat schon Atmosphäre, hat mich stellenweise auch an 8mm mit Nicolas Cage erinnert. Ja. Kennst du den? Das geht um Snuff, da geht es um Snuff-Filme. Aber 8mm ist ja nichts im Vergleich zu Serbien-Filmen. Ja, also wie soll man diesen Film einordnen? Es ist ein perverser, kranker Film, der aber eigentlich eine interessante Story hat und auch gut umgesetzt worden ist. Trotzdem, ich bin kein Spießer, um Gottes Willen. Nein, aber... Aber das geht über jeglichen guten Geschmack, diese Ideen. Ich meine, sagen wir mal so, Sex ist ja was Schönes. Wissen wir alle, ja, natürlich. Um Gottes Willen. Obwohl, willst du so ein abgefickter Pornostar sein? Nein, oh, da nee. Da kriegt er nur einen hoch, wenn er seine Frau in dem härtesten Gangart durchnimmt. Sonst kriegt er... Naja, gut, okay. Klar, aber... Nee. Hör auf, das Glas füllt sich gleich. Oh Gott. Kommen wir mal kurz zum Ende. Wie sehr hat dich das Ende schockiert? Müssen wir das besprechen, das war... Im Endeffekt... Abartig, ekelhaft. Im Endeffekt vergewaltigt er seinen eigenen Sohn. Kann man? Man merkt es doch eigentlich. Oder er war durch Drogen so unter Drogen gesetzt, dass er eigentlich alles gefickt hätte, was vor ihm da lag. Stell dir vor, da liegt ein totes Schwein, das hätte er gefickt. Hätte er auch noch gefickt, der hätte alles gefickt. Das ist... krank und dass es natürlich sein Sohn war und also seine Frau und seine Frau noch vom eigenen lüsternen Schwager vergewaltigt wurde, den er dann auch noch tötet. Das, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich habe gedacht, nee, das gibt's nicht, was krank. Stimmt. Hat dich das schockiert? Ja. Und ich kann dann den Schluss des Charakters Miloš sich und seine Familie zu töten dann. Ja, aber selbst wie kann man? Leicht nachvollziehen, leicht. Wie kann man? Weil seine Frau ist ja dann aufgestanden. Blut überströmt. Die Frau war mit den Nerven fix und fertig. Der Kleine, Gott sei Dank, haben sie es überlebt. Also bin Gott sei ich Dank? Froh. Naja, die haben es ja nicht lange überlebt. Ich wäre vielleicht besser gewesen, hätten sie es nicht überlebt. Ja, aber wie kann man sie dann einsperren? Als Ehemann, wie kann ich meine Frau... Da war doch noch gar nicht klar bei Sinn. Ja, aber trotzdem. Da war dann noch unter... Ja, ja. Oh Gott, nein. Ich komme mal zu... Ich versuch's mal, eine Bewertung zu geben. Also normal würde ich durch diese perversen Spitzen würde ich so einen Film eigentlich links liegen lassen, aber wie gesagt, ich war auch neugierig. Ich gebe ihn, er hat von Grund aus bei mir eine Null wegen den Perversitäten, aber richtig. Ich gebe ihm ein paar Punkte. Und zwar ein Punkt für die Umsetzung des Films, regiemäßig gut, recht. Ein Punkt. Schauspieler fand ich gut, 2 Punkte. Ja. Und die Musik. Die Erzählweise gebe ich noch 0,5 Punkte. Und Hund gibt Ruhe. Und die Musik, wie du die sagst. Musik, ja. Also ich gebe ihm 3,5 von 10 Punkten. Was ist deine Bewertung? Ich bin genau deiner Meinung. Nein! Exakt das Gleiche. Du bist meiner Meinung. Das ist, kommt ja selten exakt vor. Exakt das Gleiche. Ich hoffe, du bist den Zuschauern nicht sauer, dass sie Serbian Film gewählt haben. Weil ich war ja der Perversling, wo das überhaupt zur Wahl genommen hat. Nein, sauer bin ich absolut nicht. Also an der Stelle muss ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr euch von den dreien, was der Tom halt vorgegeben hat, euch entschieden habt für A Serbian Film. Also, was für eine kranke, perverse Scheiße. Aber dazu muss ich aber sagen, das ist nicht der härteste Film aller Zeiten. Es gibt tatsächlich noch andere Filme, die noch härter sind. Das noch schlimmer. Noch kranker, stellenweise härter.
Mir fällt da zum Beispiel die Vomit Gore Trilogie ein, obwohl ich das... Wie oder die fällt auch, die ein? Kennst du die? Hast du die nein, schon die kenne ich nicht. Die will ich auch nicht gucken, weil es in meinen Augen gar keine Filme sind. Okay. Weil das ist eine Kotzorgie. Nix für mich. Eine Kotzorgie, wo gekotzt wird und die Kotze wieder gefressen wird und gekotzt wird. Als Kunst dargestellt, was in meinen Augen aber kein Film ist. Oder auch Filme wie, was weiß ich, Melancholie der... meine Schuhe. Ist doch schön, Melancholie der Engel oder die August Underground-Reihe. Das sind so Filme, die sehe ich gar nicht als Filme an. Die sind einfach nur... Eigentlich haben die keine Daseinsberechtigung. Obwohl ich gegen Zensur bin, aber in dem einen Film wird eine echte Katze umgebracht. Und ja, also, nee, das muss nicht sein. Und so Filme werden wir jetzt auch nicht zur Wahl haben. Also wie gesagt, Serbian-Film ist sauschwer zu bewerten. Interessante Story, aber durch die kranken, perversen Spitzen dann doch kein guter Film. Ja. Yo, das war also Serbian-Film. Jetzt gehen wir mal, für das nächste Mal gehen wir mal ein bisschen weg von den ganz brutalen Filmen, sondern gehen in eine andere... Ich hätte einen Vorschlag. Was denn? Was mit Weihnachten? Weihnachten ist schön. Ja, das wollte ich ja auch gerade vorschlagen. Als hätten wir es abgesprochen. Wirkt ja überhaupt nicht abgesprochen. Nein, natürlich, wie wir es nächste... Hoffentlich schaffen wir es, aber wir versuchen es. Vor Weihnachten wird die nächste Folge erscheinen. Und wir werden Weihnachtshorrorfilme schauen. Ich habe da nur eine kleine, überschauliche Sammlung. Aber die stelle ich jetzt zur Auswahl. Ihr könnt wählen, während der Hund da mit einer Flasche spielt. Deswegen gucken wir da alles rüber. Aus! Du ruinierst die Aufnahme, zumindest den Ton. Ihr könnt wählen zwischen dem Klassiker Black Christmas oder auch Jesse, die Treppe in den Tod genannt. Mhm. Ein Slasher, der noch vor Halloween gespielt hat. Eigentlich ist das der erste richtige Slasher, zumindest sagen das viele. Ich sag meine Meinung noch nicht, den könnt ihr wählen. Black Christmas oder ein Film, der auch zu Weihnachten spielt, auch einen Weihnachtskiller hat, beziehungsweise einen Weihnachtskiller hat, ja. Und zwar Silent Night, Deadly Night. Stille Nacht, tödliche Nacht. Der hört sich ja mal gut an. Oder ihr könnt wählen zwischen einem Film, den kein Schwanz kennt, den es nicht auf DVD gibt, sondern nur auf VHS und auf Blu-ray. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er noch auf YouTube ist. Ich habe ihn zumindest auf YouTube geschaut. Und wir werden einen Weg finden, ihn zu bekommen, falls er gewählt wird. Deadly Games. Tödlicher Weihnacht. Nee, allein mit dem Weihnachtsmann. Das, über den habe ich schon mal berichtet in eins meiner Weihnachtsspecials. Es ist ein Film, stell dir vor, Kevin allein zu Haus, ja, trifft auf Stirb langsam. Ein kleiner Junge zu Hause bei sich und da kommt aber nicht die lustigen Gauner, die nur hier einbrechen wollen, sondern ein richtig böses, ein Dreckschau, der den Jungen und seinen alten Großvater terrorisiert. Auch ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde. Und diese drei stelle ich zur Auswahl. Black Christmas, Silent Night, Deadly Night oder Deadly Games. Ihr könnt wählen. Wie immer läuft die Abstimmung, sagen wir mal, eine Woche. Ja. Und danach zähle ich die Kommentare. Also schreibt einfach in die Kommentare, welchen Film wir als nächstes sehen sollen. Und wir raffen uns auf, vor Weihnachten dann das zu drehen und noch dann pünktlich an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten hier für euch vorzustellen. Ein Weihnachtsthema finde ich da auch mal ganz nett. So, das war's jetzt also. Nächstes Mal wird's weihnachtlich. Stille Nacht, heilige Nacht. Also bei der nächsten Folge könnt ihr definitiv auch viel Gesinge von mir einrichten. Und ich sage danke fürs Zusehen. Schaut auch unsere anderen Videos an und macht's gut. Und das letzte Wort übergebe ich an Tascha, wie immer. Wenn du das nächste Mal singst, bringe ich dich um.